Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Immer noch an der Hütte von der Seherin, wo wir in der letzten Folge diese mysteriöse Vision gesehen haben. War sehr, sehr, sehr interessant. Erstmal Dank an alle, die da das Video wieder unterstützt haben. Sehr nett von euch. Und haben wir die Seherin also auch mal kennengelernt. Sie ist also die Tochter von der Svala, die wir am Anfang des Spiels gesehen haben. Valka, die Seherin. Sie lebt schon immer abseits der Gesellschaft, doch wurde sie die Tochter einer Seherin, altnordisch Völva. Nie mit derselben Mischung aus Furcht und Hoffnung begrüßt wie ihre Mutter. Also ihre Mutter hat also noch größeres Ansehen als Seherin. Zumindest bis sie deren Titel und damit eine viele Generationen alte Vorgeschichte erbte. Okay. Noch kann sie nicht so weit sehen, wie ihre Mutter es einst vermochte, doch weiß sie genug, um zu verstehen, dass ihr Schicksalsfaden eng mit dem Eivors verbunden ist. Hm. Okay, hat also jetzt auch langsam, wird ihr Ansehen genauso groß wie das von der Mutter. Aber sie muss sich halt erstmal noch beweisen hier in der Gesellschaft. Und zwei Fähigkeitspunkte habe ich natürlich auch noch. So, ach guck mal, dann kriege ich doch jetzt hier die Fähigkeit für in den Rücken fallen. Das hätte ich auch mal gebrauchen können beim Kampf gegen Ragnars Krieger. Hier. Zack. Dann kann ich nämlich Verteidigungsschaden an und bringst ihn ins Taumeln, ja. Könnte ich sehr gut gebrauchen. So, und jetzt ist meine Stärke schon mal auf 7 hoch. Also, ausweichen und den Gegner dann in den Rücken hauen. Huh. So, ich brauche noch einen Hirsch. Ich wollte jetzt einmal noch Richtung dieser Festung gehen. Hier. Für den Schatz. Und dann gehe ich Richtung Heimat. Denke ich mal. Und sollte ich dann von der Heimat aus wieder aufbrechen, werde ich hier lang gehen. Weil hier ist ja dieses Tal, wo man ganz gut durchkommt. Kein Gebirge ist. Dann kann ich ja hier locker durchgehen. Richtung Wasserfall. Und danach dann wieder hochklettern, wenn ich dann fertig bin. Weil hier ist ja alles sehr gebirgig. Aber von hier der Weg nach da ist es dann mit dem Pferd auch easy zu reiten. Wenn man nicht Angst haben muss, dass das Pferd irgendwie eine Klippe abstürzt oder so. Das ist mein Plan. Und das ist der Weg. Hallo. Diese Füchse, ey. Müsste ich eigentlich auch mal töten, um zu gucken, was die bringen. 800 Meter ist ein Rätsel und 700 Meter der Schatz. Okay. Das Rätsel habe ich gar nicht auf der Karte gesehen gerade. Schon Folge 8. Folge 8 und mir kommt es so vor, als hätte ich noch gar nicht so viel erreicht im Spiel. Aber macht trotzdem Spaß. Also storytechnisch sind wir ja noch nicht weit gekommen. Was wir auch noch gar nicht wissen ist, warum schaut sich Layla in der Gegenwart ja jetzt den DNA-Strang von Eivor an? Was erhofft sie sich dadurch? Ne? Sonst wussten wir ja immer, warum sie jetzt da bei Cassandra Griechenland und sowas ist. Weil sie ja den Stab haben wollte. Aber jetzt hier haben wir noch nichts erfahren. Okay, da geht's also fett runter. Ist das eine feindliche Festung oder ist das... Nee, das ist doch Raben. Nee, da ist das Rabenbanner. Das ist einfach nur ein Aussichtspunkt, der vorher hier schon diese Meerenge hier im Blick hat, falls hier Gegner reinkommen, damit sie hier rechtzeitig Bescheid sagen können. So, vorsichtig. Vorsichtig hinunter. Hui. Ah, da ist eine Seilrutsche. Perfekt. Ist also in der Festung auch ein Weltenrätsel, ne? Nein. Springen. Springen. Saaleng-Ausblick. Und dann gleich weiter hier von der Klippe runter. Wenn man nicht rechtzeitig mit der Seilrutsche den Speed ein bisschen verringert. Dieses verdammte Arschgesicht ist schon wieder abgehauen. Bitte wer? Welches Arschgesicht denn? Warum schreist du so? Eivind ist wieder abgehauen. Jedes Mal behauptet er, er hätte sich in den Bergen verlaufen. Mir reicht es jetzt. Wenn ich noch mehr Männer für ihn aufs Spiel setzen muss, wird er gebrandmarkt und ausgestoßen. Eivind, der Sohn von Gunnars Schwester, wenn ich mich recht entsinne. Leg das Eisen noch nicht ins Feuer. Ich suche nach ihm. Komm zurück, oder du wirst als Verräter gebrandmarkt! War Eivind nicht der Schlafwandler da oben? Dann habe ich das doch schon, oder?
Willst du ausgestoßen werden? Das ist deine letzte Warnung! Oh, diese war echt heftig. Drücke, um das Questlog zu öffnen. Aber ich dachte, war das nicht Eivind? Aber hier ist ja kein Quest mehr drin. Hier ist ja nur die Familiengeschichte. Das muss doch fertig sein. Also es ist ja jetzt auf jeden Fall nicht als weiterer Quest markiert. Weiße Maske. Irgendwie furchteinflößend. Questgegenstand. Okay. Und ein Hirsch. Im Besitz. Questgegenstand habe ich jetzt nur hier den Zettel für die Jägerin. Aber Eivind, das war doch der, wo ich war. Der hieß doch so, der Schlafwandler hier. Ich hole mir jetzt den Schatz. Das andere Geheimnis müsste das hier sein, oder? Alter, was ist das für ein Sound? Wenn man darüber geht, geht's ganz schön ab. Heilige Kugel, nicht Heilkugel. Der Schatz ist, guck mal, das ist 600 Meter und 500 Meter? Hier war doch auch irgendwo da was in der hier irgendwo. Kollegen? Wo ist es denn? Hier, das Goldene. Ich stehe eigentlich voll drauf wieder mal. Ich dachte, ich kann da in die Höhle rein, aber geht gar nicht. Ist das wieder unter mir? Ist es da oben? Nö. Ah, da kann ich die Pfeile rausziehen, ne? Ja. Hilft mir der Vogel vielleicht? Hilf mir. Sei meine Augen. Sei meine Augen und zeig mir mal an, wo der Schatz ist. Da oben! Da ist die Kiste. Muss man ja auch erstmal sehen. Die Leiter ist ganz schön zugefroren. Na? Gerade hochklettern klappt irgendwie nicht. Auch nicht? Kannst du nicht an diesen Balken da dich hochziehen? Oder hätte ich von der Seilrutsche abspringen müssen? Irgendwie klettert sie da nicht hoch. Wegen dem ganzen Eis. Vielleicht hier so? Dieses verdammte Arschgesicht ist schon wieder abgehauen! Ah. Ich kann nicht mich an den Ball. Ah, so war jetzt. Okay. Puh. Willst du ausgestoßen werden? Proviant ist voll. Und die Tasche hier? Für die Tasche, nicht den Proviant. Da. Ein Silberstück. Aber hier ist die Kiste. Runen habe ich gefunden. Und das. Oh. Das war jetzt hier. Das, ja, das war der Schatz. Okay. Zählt er aber nicht als Reichtum, aber hat halt Gold geleuchtet. Hier ist ja natürlich auch noch was. Da bin ich mit dem Boot vorbeigesiegelt. Und das andere, was ich hier sehe, ist das hier. Das ist ja voll weit weg. Dann gehe ich hier hin. Jetzt muss ich hier wieder runter. Es gibt nirgendwo Sachen, wo man rauf reinspringen kann, ne? Noch nicht. Kletter ich eben. Toll. Das verdammte Arschgesicht ist schon wieder abgehauen. Die ist so schlecht gelaunt, die Frau, ey. Aber das muss der Typ gewesen sein.
So, jetzt kann ich nämlich hier den Weg ganz entspannt reiten. Und der König müsste jetzt auch ready sein für das Gespräch. Aber weit entfernt sind die Gebiete gar nicht. Wenn man auf die Karte guckt, denkt man so, oh, das ist auf der anderen Seite des Flusses. Aber wenn man hier schaut, sind das eigentlich auch nur 500 Meter, ne, auf der Seite. Und hier auch 600 Meter, das ist dann wahrscheinlich der Kampf gegen den Draugier. Okay, Vornberg. Wir sind wieder da. Ich kann immer noch mit der Dame saufen. Ich hab die doch besiegt, ey. Kommt und trinkt! Lasst uns die Gäste unterhalten! Eine Sache will ich nochmal kurz checken. Ob ich das Pferd, das Aussehen vom Pferd ändern kann. In der Tattoo-Stube. Habe ich den Schmied gefunden, aber wo war die denn noch? Da. Da drüben. Huch. Ich hätte auch das Seil nehmen können. Da ist sie ja. Torva hieß sie, ne? Und Swain. Swain, hast du ein paar neue Tätowierungen? Ein paar hätte ich schon. Lass mich mal sehen. Wie du willst. So, ist hier das Pferd auch dabei? Ausrüstung ein- ausblenden? Nö. Nö, auch kein Pferd. Wo kann ich denn die Skin für das Pferd ändern? Vielleicht kommt es noch storytechnisch, dass ich ein eigenes Pferd bekomme. Aber ich habe neue Tattoos ja freigeschaltet. Nach dieser einen Gespräch da. Ne, nicht das. Das ist neu. Das ist auch irgendwie cool. Passt zur Frisur. Okay. Das ist aber eigentlich fast noch besser als das mit dem Augen, oder? Das hier? Jetzt mit den schwarzen Haaren passt das hier ziemlich gut, finde ich. Das ist nicht schlecht. So, was war noch neu? Das hier. Naja. Ganz schön dunkel. Sigrifumal? Na, das ist lame auf dem Rücken. Und hier auf dem Arm müsste das gleiche sein, oder? Na, ein bisschen anders ist es. Es geht nicht so weit über die Schulter hier. Da lasse ich aber noch meine beiden Welten schlangen. So. Gut. Sonst noch etwas? Nö. Bis später, Swain. Gut. Wie das mit dem Pferd funktioniert, das finde ich ja auch noch raus. So, Ranvi, ich bin da. Sie sollten jetzt fertig sein. Der König hat seinen besten Met verlangt, also sind die Gespräche vorbei. Du solltest jetzt eintreten können. Der beste Met? Dann komme ich ja zur richtigen Zeit. Ich spreche mit ihm. Ich bin bereit, mich dem Gewitter zu stellen. Auf zum König. Ausgezeichnet, König Styrbjörn. Ich überbringe diesen Vorschlag meinem Neffen. Sicher wird er die Weisheit darin erkennen. Gut. Mehr kann ich nicht hoffen. Mögen die... Mögen die Winde dir gewogen sein, Gudorm. Eivor, tritt vor. Erkläre mir in einfachen Worten, warum du vorsätzlich meine Befehle missachtet hast. Verspottest du mich? Ich verspotte dich nicht, König. Ich möchte dich stärken. Im Angesicht deiner Feinde und deines mangelnden Urteilsvermögens.
Du weißt nichts von meinem Urteilsvermögen. Du weißt nichts von meinen Plänen und Taktiken. Sigurd würde mir zustimmen. Das würde mein Sohn vielleicht tun. Doch würde er gehorchen. Er kennt seinen Platz. Nicht so gut, wie er seinen Vater kennt. Stelle dir vor, du wirst von einem Feind bedrängt, dessen Krieger deutlich zahlreicher sind als deine eigenen. Welchen Nutzen hätte ein offener Krieg? Wäre es nicht besser, im Stillen zu arbeiten und durch Verhandlungen Bündnisse zu schließen? Den Tag abzuwarten, an dem unsere Zahl die unserer Feinde übertrifft und uns der Sieg sicher ist? Haben wir denn keine Verbündeten? Gibt es nennenswerte Verbündete? Oder ist das nur ein Vorwand, um nichts zu tun? Dein Selbstvertrauen macht dich für so vieles Offensichtliche blind, Eivor. Tag und Nacht schmiede ich Bande zu den Clans im Norden. Schon bald wirst du die Früchte meiner Bemühungen sehen. Und dann wirst du es verstehen. War das alles? Ich verzweifle an dir, Eivor. Als ich dich wie mein eigenes Kind aufnahm, hätte ich nie solch eine Respektlosigkeit von einer Tochter Varins erwartet. Dein Vater war ein guter Mann, gerecht und mir ergeben. Er starb tapfer, damit wir leben können. Er starb als Feigling, Herr. Diesem Schicksal will ich nicht nacheifern. Warum trägst du diese nutzlose Last mit dir rum? Lass los! Denk nur an das, was vor dir liegt, an deine Zukunft und die kommenden Siege. Meine Ehre wurde befleckt. Bis sie wieder rein ist, will ich nichts anderes. Ich werde diese alte Wunde nicht wieder aufbrechen. Doch wenn es irgendwas gibt, das diesen Schatten aus deinen Gedanken vertreiben kann... Wer kommt? Sigurd ist zurück. Ah. Unten am Hafen. Sein Schiff ist hier. Sigurd ist wieder im Lande. Wow, schöne große Halle hier, ne? Im Langhaus. Nochmal wieder 2 Fähigkeitspunkte. Und habe ich neue Waren gekriegt. Die Rückkehr des Prinzen. Neue Quest. Steht da mir die Show? Okay. So, Quest-Symbol hier da. Das ist immer noch hier Kapitel 2. Nach fast 2 Jahren in der Ferne kehrt Sigurd, der Sohn des Königs, mit aufregenden Geschichten und neuen Freunden aus der Fremde zurück. 2 Jahre war der weg. Kein Wunder, dass seine Ehefrau ihn nicht kennt, wenn der nie da ist. Kurz zwangsverheiratet und dann haut er einfach mal ab. So, hier haben wir ihn, Storbjörn. König Storbjörn des Rabenclans, der letzte der Kleinkönige Rikja Filkis, gelangte nicht auf einem Schlag, sondern nur durch sorgfältige Planung an die Macht. Nun wird dieselbe Tugend, mit der er seine Krone gewann, von Freund, Feind und Familie in Frage gestellt. Okay, das Volk vertraut ihn also nicht mehr komplett. Inventar, ich hab was Neues bekommen. Eine neue Rune hier. +1 Giftschadenwiderstand. Okay, also kann ich mich vor Gift schützen. Leider mache ich damit noch nichts. Eine blaue Kugel mit Runen. Inschrift. Heilige Kugel. Trommel. Danke. Und immer wenn wir Level Up haben, kriegen wir gleich fett 2 Skillpunkte, ne? Entweder ich gehe jetzt hier weiter, um zu gucken. Hier habe ich ja Gifteffektivität und Giftschaden, aber ich habe ja noch nichts, um die Waffe zu vergiften. Wäre aber geil. Aber ich will ja natürlich auch hier diese den Meuchelangriff auch noch haben. Was wir hier noch? Schleichangriff. Das bringt mir halt noch gar nichts, diesen Schleichangriff hier, weil ich auch noch nichts machen kann im Schleichen. Deswegen gehe ich mal einmal auf das Gift, um zu gucken, was passiert. So, was haben wir hier? Geführter Pfeil. Deine Beherrschung des Raubtierbogens erlaubt dir unglaubliche Präzisionsschüsse. Drücke R1, um die Flugbahn des Pfeils in der Luft anzupassen. Also wie der Raubtiervogel, den man auch aus den anderen Spielen kennt. Fernkampfschaden. Leichter Schaden. Das ist halt echt wieder ein bisschen so fernkampfmäßig. Finde ich jetzt nicht so. Entweder wir gehen hier weiter für Fähigkeitenschaden. Oder bereiten uns schon hier unten drauf vor. Nämlich das mit. So.
Da ist er schon. Nee. Nee, das ist er nicht. Das ist nicht Sigurd. Ach, schön, wie das Wetter hier wieder aussieht. Guck dir die Sonne an. Da ist der Prinz. Seid vorsichtig damit! Elva! Sigurd! Oh, sieh dich an, in Blut getränkt, Tränger. Hast du ohne mich Krieg geführt? Oh, und du, salzgegerbter Wikinger. Ha! Ich rieche den Gestank von Dutzend Königreichen in deinem Bart. Das ist erst der Anfang. Randvi, geliebtes Weib, dein Gatte ist zurück. Mit Geschenken und Reichtümern. Und mit neuen Freunden. Ja, Basim und oh. Heiter. In Miklagard zeigten sie mir viele Geheimnisse. Wir sind Sigurd für diese Einladung sehr dankbar und wollen eurem König Tribut zahlen. Mein Bruder wählt seine Begleiter stets mit größter Sorgfalt aus. Wenn ihr unbeschadet neben ihm steht, muss er euch mögen. Elber, spar dir die Höflichkeiten, bis unsere Bäuche voll sind. Ich gehe zu Vater und berichte ihm alles. Wie die Kleidung von denen einfach alles verrät. Heute Morgen trafen wir ein Schiff, das nach Süden fuhr. Sie sagten uns, Eivor Wolfsmal wäre von Kjötvis Leuten gefangen worden. Sie haben dir den besten Teil verschwiegen. Ich tötete meine Entführer und holte mir meine Leute zurück. Und dafür schalt mich dein Vater. Du weißt, wo ich stehe, Bruder. Nichts weniger als Krieg wird Kjötvi aus unseren Landen vertreiben. Er sieht das anders. Ich weiß, ich weiß. Vater denkt zu viel und handelt zu wenig. Das ändert sich heute. Versprochen. Bis zum Ende des Winters wird der Name Kjötvis des Grausamen nur noch ein Fluch auf den Lippen Betrunkener sein. Der Grausame, das ist sein Zuname. Ist ja fast genauso wie Halbtür. Halbtür der Starke. Okay, er hat Assassinen mitgebracht. Mein Sohn, willkommen zu Hause. Vater. Heute Abend feiern wir deine Rückkehr mit einem Festmahl, Sigurd. Die Tische sind gedeckt mit Gerste und Lamm, Brot und Met. Und sonst nichts, ich bitte dich. Ich will nichts, was du nicht auch einem Trell vorsetzen würdest. Lass es mich sein, der dich ehrt. Ich bringe Gaben und Geschichten aus fernen Ländern. Nach 2 Wintern auf See habe ich beides im Überfluss. Wohlan, wohlan. Komm herein. Und wenn wir fett und zufrieden sind, Vater, sprechen wir über Kjötvi und seinen Clan. Und wie wir diesen Schrecken endgültig loswerden können. Er hetzt uns schon zu lange. Er beschämt uns schon zu viele Jahre. Ich weiß das. Eivor weiß das. Das muss enden. Ja, natürlich. Wenn die Zeit reif ist. Ja, der König versucht da immer noch den Konflikt etwas aus dem Weg zu gehen. Hat er Angst, was da passieren könnte vielleicht? Nur weil er zu wenig Verbündete hat? Wir glitten hinab durch Gardariki, raubten, wo wir konnten und wichen den Speeren schattenhafter Stämme aus. In Miklagard sahen wir Männer behangen mit Reichtümern, so leuchtend wie Bifröst selbst. Die nahmen wir für unsere Mühen mit, versteht sich. Wir segelten nach Rom, dann Afrika, vorbei an Meeren aus Sand, Kriegern aller Farben und so viel Schönheit, ihr würdet weinen bei ihrem Anblick. Und nun bin ich zurück, mit Ruhm und Reichtümern, um sie mit meiner Familie, meinen Freunden, meinen eisharten Drängier zu teilen. Nehmt also von meinem Hort, was ihr wünscht, denn dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Morgen beginnt der Rabenclan von vorn. Skål, Sigurd! Skål! Und du, Eivor, komm! Ich habe etwas Besonderes für dich. Okay. Ich wollte eben nur seinen Geschichten lauschen. Sprich mit Sigurd, es gibt noch andere, mit denen du sprechen solltest. Das stimmt. Mit dem König zum Beispiel. Sigurd hat den Ruf dieses Clans in ungeahnte Höhen getrieben, Herr. Wir hätten uns keine glücklichere Heimkehr wünschen können. Oh doch, das hätten wir. Wäre Sigurd die letzten beiden Winter hier in Fornberg gewesen und hätte unsere Lande verteidigt, wären wir Kjötvi vielleicht schon los. Du sagtest immer, wir brauchen mehr Krieger, um gegen Kjötvi zu kämpfen. Dafür brauchen wir Reichtum.
Und den hat Sigurd uns nun gebracht. Mit dem Reichtum, den er bringt, kann man kein Heer kaufen. Er zögert unser Ende nur hinaus. Du sprichst wie ein Mann, der schon mit einem Fuß in Helheim steht. Hast du denn keinen Plan, wie wir dieses Land von unserem Feind befreien? Oder obliegt das Sigurd und mir? Einen Plan habe ich. Doch es obliegt Sigurd und dir, ihn anzunehmen. Und ich brauche dein Wort, dass du das tun wirst. Wenn du es so befiehlst, mein König, dann ist es so. Meine Axt gehört dir. Bis zum Ende. Wir werden sehen. Aber der König hat ja gesagt, dass er zu wenig Verbündete hat, um einen offenen Krieg zu führen. Aber Sigurd hat Assassinen mitgebracht. Hat man ja deutlich an der Kleidung gesehen. Auch die Wurfmesser am Gürtel und alles Mögliche. Wenn sie jetzt von denen lernen, wie man die Feinde ausschaltet, ohne einen offenen Krieg zu riskieren, dann sind das ja ganz neue Möglichkeiten für die hier. Nämlich auch den Bösewicht ausschalten, ohne dass jemand etwas davon merkt. Im Verborgenen. Ziemlich cool. Randvi! Eivor, hast du Valka einen Besuch abgestattet? Habe ich. Und? Es ist nichts, worüber ich sprechen könnte. Oder wollte. Ich verstehe. Dein Bett wird warm sein, nun da dein Mann zurück ist. Das muss ein schönes Gefühl sein. Ein anderes Gefühl. Wärmer, aber mit weniger Platz, um mich auszustrecken. Freust du dich nicht über die Rückkehr deines Mannes? Natürlich. Doch es ist so lange her, er kommt mir vor wie ein Fremder. 3 Winter sind wir verheiratet und 2 davon war er fort. Kannst du das Feuer, das einst brannte, nicht neu entfachen? Wenn er ins Bett kriecht, um mich zu wärmen, wie du sagst, dann tut er das mit Fürzen und Metatem. Ach, hätten nur alle so viel Glück. Super, sind ja tolle Aussichten. 3 Jahre verheiratet und 1 Jahr hat sie ihn erst kennenlernen können. So wirklich. Hey, ich will essen. Nee, sitzen ist das schon wieder. So, es gibt hier noch mehr. Boah, wie laut hier ist. Hier ist einer der Assassinen. Heitam, richtig? Ja, und du bist Eivor? Genau. Heitam? Ich hoffe, der ganze Trubel ist dir nicht zu viel. Wir reden meist genauso viel, wie wir trinken. Keineswegs. Der Qualm aus der Feuergrube brennt in den Augen. Aber die Wärme ist angenehm. Natürlich. Wo du lebst, soll es ja auch recht warm sein. Wo ich lebe, ändert sich von Woche zu Woche. Doch ich bin stets an der Seite meines Mentors, Bassim. Dein Lehrmeister? Zu welchem Zweck? Für einen noblen Zweck. Einen, der so wahrhaftig ist wie die Welt alt. Doch belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Nur falls du vorhast, dich den Rest der Nacht in Schweigen zu hüllen, dann halte dich von Teglas Met fern. Ah, danke für die Warnung. Das wird kein Problem sein. Okay, Heitam. Ist fast ein bisschen so wie Heitam, oder? Und das ist sein Meister hier, Bassim. Und da steht dann Sigurd. Mit denen sprechen wir in der nächsten Folge, Leute. Mit dem Meister-Assassin hier, der seinen Schüler dabei hat. Jetzt wird es echt spannend langsam mit der Geschichte. Ich bin gespannt und werde die Gespräche auf jeden Fall alle führen. Und Sigurd macht bisher auch einen recht sympathischen Eindruck. Da kann man sich gar nicht vorstellen, dass Eivor ihm irgendwie dann wirklich irgendwie betrügen soll oder so, wie die Seherin gesagt hat. Lassen wir uns überraschen. Lasst einen Daumen nach oben da für die heutige Episode, wenn es euch gefallen hat. Der Prinz ist zurückgekehrt und in der nächsten Folge sprechen wir mit ihm. Also Dankeschön und bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed Valhalla. Ciao.